Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Deponia, der Complete Journey. Ich weiß, es gab schon eine Weile keine Folgen mehr. In der Prüfungszeit habe ich das hier ein bisschen vernachlässigt mit Deponia, aber es geht jetzt weiter. Ich weiß nicht mehr so genau, was wir als letztes gemacht haben. Ich weiß, wir haben den noch getreten, weil er ist nicht mehr da. Ja, wir fangen einfach Ich mal hier sehe wieder an. keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Okay, so geht Dieser er nicht aus. Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen, wo jeder x-beliebige, wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Okay, dagegen getreten haben wir schon. Eine Banane haben wir nicht dabei. Erdnuss. Wir haben Zucker dabei. Können wir Zucker mit dem. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich glaube, das war Ah ja, schlecht. es war schlecht, dachte ich mir's doch. Ja, aber probieren geht über studieren. Ich finde es übrigens schön, wie hier immer Hinweise gemacht werden, was man als nächstes tun muss eigentlich. Man geht dahin. Zucker im Tank. Oh, ich habe Zucker im Inventar. Oh, das kann ich benutzen. So, mal gucken, wie es in der Spelunke jetzt aussieht, nur mit der Kerze beleuchtet. Nicht viel anders. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Auf lange Zeit geplant, definitiv. Du bist auch der größte Dummscheiß-Babbler aus dem Südwest. Können wir den jetzt mitnehmen? Südwestquadranten. Oh ja. Was ist das? Ist noch irgendwas? Sieht aus wie eine Steckdose. Jetzt. Oh! Vielleicht hättest du doch dein untrügbares Nichts Sonargehör passiert. Sehsehen einsetzen. Dann können wir dem jetzt auch die Noten klauen. Und jetzt leise. Hab's. Sehr schön. Können wir jetzt auch die Tasse klauen? Nein, können wir nicht. Können wir irgendwas anderes klauen? Ich will was klauen. Ich will doch nur klauen. Jetzt können wir hier. Die Jukebox ist auch ausgefallen. Oh. Ja, der schlummert da ganz schön. Das sieht man hier nochmal. Hört man. Alles, was sie von sich gibt, ist dieses komische, sägende Geräusch. Ja, die schläft, die Jukebox. Geh mal wieder hoch. Können wir jetzt das Lied von dem Gondoliere austauschen oder auch klauen? Ich habe nichts gemacht. Ach, jetzt geht das wieder. Das heißt, wir haben alles da drin gemacht, was wir hätten machen sollen. Oder haben wir den Zucker noch? Haben wir den Zucker noch? Wir haben den Zucker noch. Ja, halt's mal. Ich trete die erstmal gegen die Gondel. Bam. Ancora? Stupido, stupido, ganzo idiota! Warum beschimpft er da den Gonzo? Ja. So, können wir das jetzt mit dem toten Taubentango austauschen? Der tote Taubentango. Haben wir jetzt das Schrottkram-Lied? Nein, haben wir nicht. Der tote Taubentango. Och man, ich hab gedacht, wir können das Lied klauen. Aber gut, vielleicht gefällt unseren beiden Turteltäubchen. Welche Richtung muss ich denn da? Gefällt unseren beiden Turteltäubchen der tote Tauben-Tango besser? Sehr viele Tees. Hier ging es doch irgendwo lang. Also, es dauert nur einen Moment. Ne, wir wollen gar. Ach, falsches. Falsche Ecke, falsche Ecke. Wir wollen doch gar nicht zu Bosos Kutte. Nein. Wir gehen zurück. Können wir eine Schnellreise machen? Schnellreise. Ja. Was gibt's hier? Klein Venedig, Marktplatz. So, wo ist denn der Waffenshop? Bei dem Industriegebiet, das wird zumindest passen. Ja, ich glaube hier eins weiter links war der. Okay, dann reden wir ihm nochmal Mut zu.
Und Bo so, alter Junge. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. So. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Mutig, mutig. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Okay. Bumm. Jetzt kommt der Gondoliere. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Okay, er singt ohne Ton. Schade. Okay. Ja, es kommt hier raus. Aber die Schrottkrabben beeindruckt das nicht. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Ach, wir brauchen den Schrottkrabben-Song, damit die Schrottkrabben kommen. Aber wo gehen die hin? Wir könnten die Schrottkrabben dann umfunktionieren. Und die beim Doc war doch auch ein Rohr. Wir gehen jetzt zu Docs Werkstatt. So, weil hier kriegt er seinen Airbag her. Das heißt, wir müssen gelb auf rot machen. Gelb auf grün. Jetzt müssen wir zum Marktplatz. Ah, da war eine Schnellreisekarte. Egal, können wir hier zum Marktplatz? Nein, können wir nicht. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Und gehen zum Marktplatz. Klein Venedig, Marktplatz. Da wollen wir hin. Wir müssen hier gelb auf rot machen. Weil die Schrottkrabben, die hören ja da immer gelb auf rot. Warum sage ich dauernd gelb auf rot? Gelb auf grün. Die Schrottkrabben hören ja gerne zu. So, jetzt müssen wir... Ja, wir müssen erstmal wieder runter. Gut. Auch gut. Die hören ja zu. Und ich kann mir vorstellen, dass die von dem Lied mit den Dings... also dem Schrottkrabbenlied angezogen. Und ich meine, in der Dings gab es das Schrottkrabbenlied. Doc, Klein Venedig. Müssen darüber. Die Handschuhe klauen wir uns auch noch, damit wir duellieren können. Also wir müssen da jetzt erstmal rein und umschalten. Auf, beweg dich. Geh da runter. Jukebox. Paarungslied. Schrottlawinen-Tarantella. Das lustige Lümmeltütenlied. Gut, wir machen das Paarungslied der Schrottkrabben. Wunderbar. Dann gehen wir hier wieder raus. Gehen wieder hoch in den Hafen. Und kippen wieder mal Zucker in den Tank. In den Generator. Nicht in den Tank, also in den Tank von dem Generator. Ihr wisst, was ich meine. So. Sehr schön. Der ist im Arsch. Da ist kein Licht. Ab in die Spelunke. Die Treppe runterfallen. Oh, diesmal fallen wir nicht. Wir haben gelernt. Dann klauen wir uns nämlich jetzt das Paarungslied der Schrottkrabben. Wunderbar, Rufus. Gut, dann gehen wir wieder hoch in den Hafen. Ja, sei ruhig. Ist ja in Ordnung. Generator funktioniert wieder. Das ist in Ordnung. Jetzt tauschen wir das aus. Damit er mal was Schöneres singen. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das geht sogar. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone. Molto romantico. Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Mille grazie. Okay, jetzt haben wir auch das andere Lied wieder, der rote Taubentango.
Gut, jetzt müssen wir. Ja, wir gehen zur Schnellreisekarte. Und reisen ins Industriegebiet. Und da hoch. Und überreden Bose, noch einmal da reinzugehen. Oh, in die Höhle des Löwens. Glaubst du etwa immer noch, dass. Ja, ich glaube immer noch. Du willst doch nicht umgehen. Komm schon. Gut. Auf da rein. Lass dir nochmal schön aufs Maul gehen. Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals. Gleich beginnt die große du Romantik. Schon wieder? Los, komm rein. Komm schon. Ja, auf, geh rein, trau dich. Du wirst es schon nicht überleben. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Erstmal durchlöchern, umschießen, umbringen. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich so, muss wieder meinen sein Satz sagen und schon. Guckt sie uns böse an. Och Mann, warum singt der denn ohne Ton? Ich weiß, warum der ohne Ton singt. Weil jetzt haben wir ihn weg-escaped. Aber wir haben ja die Musik ausgemacht. Das erklärt so einiges. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Weiterspielen. Jetzt singt er vermutlich auch wieder. Das ist die Frage, wir haben das jetzt nicht gesehen. Komm schon. Ist das? Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Okay, dann warum hat das nicht geklappt? Vielleicht muss der auch wirklich singen. Also die Musik muss an sein. Wer hätte gedacht, der... Oh je, Rufus. Glaubst Hör auf, du versuchst es nochmal. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Okay, können wir das jetzt wegklicken? Ich will das nicht schon wieder haben. Verflucht, dann lernt er seine... Du Gut. Schon, los, komm. Alles wegklicken. Komm schon, los, go, 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 go. Macht schneller. Ich bin... Moment. Das war kein Vorschlag. Gut. Da kommen sie wieder raus. Er Komm sagt, schon, können wir das nicht? Ich muss nur meinen Satz. Und sie gucken es böse an und er singt jetzt. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schrapprappen in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottgraben im Tempograf, dahin ist mein Schlaf. Oh. Oh, das kommt nicht aus dem, schon wieder. Das kommt aus Wie dem roten Rohr raus. Wir müssen uns aber trotzdem zu den Schrottkrabben bekommen. Okay, das hat nicht geklappt. Wir müssen nochmal zum Marktplatz. Kriegen wir eigentlich für einen Tipp? Ah ja, alles ganz logisch. Weiterspielen. Gut, da war eine Schnellreisekarte. Zum Marktplatz. Zum Apotheker hoch. Denk, die haben wir die Musik ausgemacht, ja. Gut, dann. Zum Marktplatz runter. Karte. Industriegebiet. Hoch zum Waffenladen. Hey Boso, willst du es nicht nochmal versuchen? Oh je, glaubst du etwa? Ja, durchaus. Du willst ja nicht. Komm schon. Okay, jetzt klicke ich mal weg. Jetzt geht er da rein. Verfluchter Hausierer! Wann lernt ihr es? Wer seid. So, ja. Du schon wieder. Los, komm. Ja, genau. Komm schon! Gut Ding will Weile haben, deswegen dauert es jetzt gefühlt 347 Stunden. Hier noch mal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Okay, bam, boom, bang. Komm, können wir das? Ich muss. Kommt er und singt sein Lied? Sing dein Lied. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schrapprappen in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottgraben im Tempograf, dahin ist mein Schlaf. Kantappe, kantappe, kantappe.
Jetzt hören die das. Oh yeah. Und krabbeln in das Loch. Die sind cool. Die gefallen mir. Bla 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 bla. Okay, jetzt sind die da. Schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay, jetzt schmeißt sie ihn wieder raus. Aber unsere Schrottkrabben sind schon mal im Ohr. Süße Kleine. Oh, kann ich da einen nehmen? Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Ach, lasst das! Ich würde gerne einen mitnehmen. Na, ihr kleinen Wusels, Hunger auf Sch... Was war's? Vielleicht wollen die ein paar Erdnüsse. Na, ihr kleinen Hunger auf Sch... Was war's? Die Fütterungszeit ist beendet. Ihnen okay. Scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen, was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. Ach ja, Schrottkrabben haben keine Ohren, haben wir wieder was gelernt. Können wir die abstechen? Nein, wir stechen die nicht ab. Vergammelte Pill, können wir die denen geben? Na, ihr kleinen Hunger auf Sch... Was war's? Scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir schalten jetzt mal von Rot auf Grün, weil dann können sie hier rüberkrabbeln. Marktplatz. Zum Drogendealer. Von Rot auf Grün. Zum Marktplatz. Zur Karte. Industriegebiet. Die sind noch nicht da. Ja, die sind jetzt im Roten. Das Rote geht jetzt aufs Grüne. Das müssen wir nochmal machen. Die sind auf jeden Fall nicht mehr hier. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz... Okay, dann gehen wir nicht zum Marktplatz, nicht zum Waffenladen. Wir wollen nach Klein-Venedig. Klein-Venedig. Darüber. Würde jetzt vor... Ja, sei ruhig. Wir treten dir schon vom... Los, beweg dich, Rufus. Schneller, Rufus! Rufus, Rufus. Ancora? Stupido, komm zu Idiota! Und tschüss. Ja. So. Gucken, ob das jetzt. Nein, Poco, ich wollte dich eigentlich nicht anklicken. Ich wollte hier weiterspielen, sorry. Bellevue, dunkle Gasse, in dem Hafen. Wo komme ich denn jetzt zum Dock? Ja. Noch ein neuer Empfehler. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir nochmal Musik spielen. Es tut mir leid, Boso, du musst nochmal ran. Oh je, Ruf, glaubst du etwas? Ja, du sollst noch nicht aufgeben zum weiß nicht wie vielten Mal. Let's go! Verfluchte Haut, wann lernt ihr das? Ja, so ist das. Gut. Du schon wieder. Rein mit dir. Ja, schön. Komm schon! Ja, geh doch schon rein, trau dich. Dir passiert da drin nichts. Du wirst nur durchlöchert von Kugeln abgestochen und mit einer Kanonenkugel beschossen. Ich bin, Moment. So, jetzt kommen die hier raus. Komm, können wir da? Ich muss. Okay, du singst jetzt dein Lied. Das hören wir uns auch nochmal an. Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schrappen in unserer Ruhe. Es glüht und knarzt in einer Tür. Sind Trappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottkrabben im Tempel. Was ein Wort! Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Das scheint nicht zu funktionieren. Da sind Grün, die sind in der dunklen Gasse, sind die, oder? Marktplatz. Bellevue, Dock, Klein-Venedig. Dann gehen wir zum Marktplatz und dann
Wobei, dann schalten wir es gerade nochmal um. Ich befürchte nämlich, die sind wieder zurückgelaufen. Das rote Rohr, das grüne und das gelbe? Okay, wo ist die dunkle Gasse? Runter zum Marktplatz, ja. Dunkle Gasse. Ja, die sind wieder hier. Ach man, aber sie verstehen. Gut, das heißt, wir müssen die da irgendwie aus dem Rohr rauskriegen, wenn die rübergelaufen sind. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Zum Waffenladen. Und ob das Ganze klappt, sehen wir aber erst nächste Folge, sehe ich gerade, weil die 20 Minuten sind schon um. Sorry für das viele Rumprobieren, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia, The Complete Story. Euch bis dahin eine schöne Zeit. Bye, bye.